Premiere im Sportfeld. Der 1. FC Saarbrücken hatte zum ersten Mal alle seine Torhüter zu einem gemeinsamen Training eingeladen. Dazu zählten die drei Profis Daniel Batz, Marcel Jonen und Jonas Hupe ebenso wie alle Torhüterinnen und Torhüter aus den Frauen- und Jugendteams und natürlich der zweiten Mannschaft. Ich finde, das ist ein gutes Ding, dass wir erstmal anfangen, die Verzahnung hinzubekommen zwischen den Profis und dem Nachwuchsleistungszentrum. Und dafür war heute der richtige Startschuss und ich hoffe, jeder hat etwas mitgenommen, aber auch den nötigen Spaß dabei gehabt. Und genau der Intention stand dahinter, dass wir mal die Möglichkeit bekommen, jeden Einzelnen kennenzulernen, meinen Eindruck von jedem Einzelnen zu gewinnen und natürlich das Gesamtgehörigkeitsgefühl zu stärken und als Gesamtverein 1. FC Saarbrücken da eine Einheit zu machen, wo jeder sich gebraucht fühlt und merkt, dass er dazugehört. Dass wir nicht nur mit unseren Profis zusammen sind, sondern im kompletten NLZ zusammenzuarbeiten. Und das war heute eine super Sache. Und jetzt geht das Ganze anständig zu beenden. Und man merkt, Batzi macht das schon ganz souverän, wie alles so. Heinz Böhmann, seit Jahrzehnten als Torwarttrainer in Diensten des 1. FC Saarbrücken, gefiel das Event. Ja, das war mal was Neues, was natürlich jetzt auch großen Anklang gefunden hat, auch bei den Kindern, denke ich. Und ich glaube, da müssen wir weitermachen. Das hat sich einiges geändert. Ne? Ich hatte noch keinen Torwarttrainer gehabt zu meiner aktiven Zeit. Ich war der erste Torwarttrainer hier in Saarbrücken. Ne? Und wir mussten uns alles selbst erarbeiten. Ne? Da gab es keine Bücher, wo du gucken konntest. Ne? Also du hast ja die Übungen selber ausdenken können. Ne? Also da hat sich schon grundlegend viel geändert. Und auch bei Aline Allmann, der Torhüterin der ersten Frauenelf, kam der Torhütertag gut an. Ja, war mal was anderes. Ne? Also habe ich hier beim FCS auch noch nicht mitgemacht. Ich glaube, vor allem für die Kleinen war das eine super Sache, einfach mit dem Batz dabei zu haben und den Hämmer da zu haben. Ich glaube, es war eine echt tolle Sache. Denkst du, es wird eine Wiederholung geben? Ach, hoffen wir doch mal, dass der Hämmer sowas nochmal in die Wege leitet.